Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Schönbau, ich melde mich aus Koblenz heute und habe knapp 20 Minuten nette, bewegte Bilder im Gepäck. Und werde die Gelegenheit einfach nutzen, um ein bisschen über den Status Quo und die Planungen, die aktuellen und kommenden Bauabschnitte der Karte zu sprechen. Okay, ja, aktuelle Bauabschnitte. Noch sind wir im Moseltal so ein bisschen unterwegs und ich habe es ja schon Anfang der Woche mal angesprochen. Lange wird das nicht mehr dauern. Also 2 bis 3 Folgen noch, dann sollte das Moseltal soweit abgearbeitet sein. Der Flughafen muss halt noch ein bisschen überarbeitet werden. Und außen herum um den Flughafen muss noch ein bisschen was entstehen und dann eben noch die Moselseite, wo sich eben die Bahn nicht befindet. Das wird nochmal in 1 bis maximal 2 Folgen zusammengefasst und dann ist das auf jeden Fall abgehakt. Was bewegte Bilder, Impressionen angeht, das wird weiterhin mindestens einmal die Woche kommen. Und ich baue es ja sowieso auch zusätzlich noch praktisch in jede Folge mit ein. So, also das werde ich auf jeden Fall beibehalten, aber das Ganze wird massiert oder massiv dann über die Bühne gehen, wenn ich im September dann im Urlaub bin. Also der Plan ist halt dann schön vorzuproduzieren und dort eben jede Menge Führerstandsmitfahrten und diverse Perspektiven, Impressionen rund um die Karte zu bringen. So, das ist jetzt schon einer der kommenden Bauabschnitte hier, ungefähr im Bereich von dem Güterbahnhof, der sich hier auf Höhe des DB-Museums befindet, wo man auch ganz gut erkennen kann, dass dort die Performance mit am schwierigsten ist. Also das wird wahrscheinlich einfach am hohen Detailgrad und vor allen Dingen an der Masse an Rollmaterial, was sich hier abgestellt, liegen. Ist aber auch nicht weiter dramatisch. Also ich meine, damit muss ich halt wirklich leben können. Hier sieht man es ganz gut, das ist schon ein bisschen schwierig aus der Perspektive. Aber was soll's, also anders geht's halt nicht, weil was bringt mir ein DB-Museum, wenn ich da nur eine Handvoll Lokomotiven abstelle? Das macht ja auch keinen Sinn. Und natürlich soll da auch gerade irgendwie ein Fest stattfinden. Deswegen geht das halt nicht anders. So, aber das Industriegebiet von dem hier, oder Gewerbegebiet, was ihr gerade schon so ein bisschen sehen konntet, das ist eben auch dann einer der nächsten Bauabschnitte, ist ein relativ massives Industriegebiet, oder nennen wir es mal Gewerbegebiet. Da sind ziemlich viele Autohäuser, solche Geschichten, klein, mittelständisches Gewerbe, sowas in der Richtung befindet sich dort. Und das wird dann auch einer der kommenden Bauabschnitte. Ganz dort in der Nähe befindet sich eben auch der Rheinhafen. Da habe ich auch schon angefangen. Also der Grundstein ist quasi schon gelegt. Die Grundstruktur geschaffen und das wird auch umgesetzt. Und zwar inklusive dieser Hafenbahn, die sich dort befindet. Also da ist dann ein Abzweig, der sich auch ungefähr am Ende des Güterbahnhofs befindet. Da zweigt halt dann Gleis ab und führt dann Richtung Rheinhafen runter mit ein paar mehreren Abzweigen, also einfach so Industrieanschlüsse. Und ich denke mal in der Realität dort, ich schätze schon, dass das noch genutzt wird, wenn man sich so die Bilder anschaut. Also es ist definitiv nicht komplett stillgelegt, einige Teile davon schon, aber es scheint schon noch genutzt zu werden. Also man kann sich auf Google Earth zum Beispiel, kann man auch noch ganz gut einige Schüttgutwaggons und ein paar Rangierlokomotiven erkennen, solche Geschichten, und dementsprechend werde ich das halt in der Richtung dann auch umsetzen, die ganze Geschichte. Also es wird auch ein bisschen detaillierter werden, es wird dort Betrieb herrschen, ich werde LKWs durch die Gegend fahren lassen und eben die ein oder andere Rangierlok. So, das ist mal der Plan. Dann Koblenz Hauptbahnhof hat auch nochmal einen kleinen Facelift bekommen, es ist mehr Rollmaterial dazugekommen, ich habe die Abstellbereiche gefüllt und generell ist halt hier jetzt, ich habe es auch schon mal irgendwann angesprochen, deutlich mehr Verkehr unterwegs. Dadurch, dass die Moselstrecke jetzt einfach mit diversen Linien bestückt worden ist, mit Fernverkehr, Regionalbahnen, Güterverkehr ist dort unterwegs. Und dadurch sind halt jetzt auch wirklich, ich glaube, inzwischen alle Gleise hier im Bereich Koblenz Hauptbahnhof belegt. Also ich habe an jeder Bahnsteigkante fährt eine Linie vorbei und hält. Und auch alle Güterdurchgangsgleise sind mittlerweile auch in Betrieb. Also das waren ja vorher schon so, die mittleren Durchgangsgleise waren schon ganz gut bestückt mit diversen Güterzügen. Und die Güterzüge, die aus dem Moseltal kommen und dann über die Rheinstrecken weiterfahren, die nutzen halt die Ausweichgleise, die sich quasi ganz am Rand des Koblenzer Hauptbahnhofes befinden. Da im Hintergrund, das müsste schon einer von den Güterzügen sein und es müsste auch gleich nochmal eine Perspektive kommen, wo man das ein bisschen besser sieht. Ja, und generell, also hier wird es einfach nicht langweilig. Hier ist immer was los. Man muss nie lange warten, dann fahren neue Züge aus und ein. Alle Arten von Zügen. Und ich bin bis hierhin ziemlich zufrieden.
Zu der ganzen Detailarbeit wird es auch nochmal bei Gelegenheit eine Folge geben, möglicherweise schon nächste Woche. Zeitraffer steht eigentlich schon soweit, kann ich mal in eine nette Folge mit einbauen. Rund um die Gleisanlagen und den Hauptbahnhof selbst, beziehungsweise eben die Gleise, die Bahnsteige am Hauptbahnhof, muss ich mal schauen. Also ich wollte es ja eigentlich noch durchnummerieren, aber da hat mir halt, also offen gesagt, einfach bislang die Motivation gefehlt, da überall die Zahlen noch hinzukleben. Aber um das Ganze wirklich sauber noch abzuschließen und würdig über die Bühne zu bringen, sollte ich das eigentlich schon noch tun. Und idealerweise halt auch die Bahnsteige in Abschnitte unterteilen, also in Sektionen A bis F oder so. Das wird die Sache halt schon noch ziemlich cool abrunden. So, kleiner Schwenk hier gerade nochmal in Koblenz Stadtmitte. Da ist natürlich auch ordentlich was los. Da rollt auch alles durch, was irgendwie grob Richtung Lützel fährt. Und das ist natürlich auch einiges, auch aus allen Bereichen, also regional, Fernverkehr und natürlich Güterverkehr und der ein oder andere Museumszug. Und auch das ergibt doch ganz nette Perspektiven hier mit dem Einkaufszentrum im Hintergrund. Das ist alles nicht so schlecht geworden hier. Da staut sich's halt natürlich logischerweise immer so ein bisschen hier an der Stelle, aber ist auch überschaubar. Also da sehe ich jetzt auch keine Notwendigkeit, da noch mit den Signalen irgendwie ein bisschen mehr rumzufummeln. Würde mir auch nicht so viel bringen, glaube ich. Dann fahren die Züge halt ein paar Meter weiter vor und bleiben dann wieder stehen. Bisschen Stau ist hier einfach ganz normal. So, die nicht ganz ideale Brückenhöhe hier werde ich aber auch nicht mehr ändern. Dann müsste ich das ganze Gelände von unten her quasi nochmal anheben und super viel abreißen und wieder neu aufbauen. Ist halt so ein bisschen ungünstig geworden. Aber das ist auch so eine Geschichte, die lässt sich halt also von vornherein ausschließen auf der nächsten Karte. Definitiv. Weil wenn ich mir einfach die Gleise vorher schon verlege und dann die ganzen Brücken einfach nicht mehr manuell ansetzen muss, sondern alles mit der Planierraupe gestalte, dann bekomme ich das mit der Brückenhöhe auch deutlich besser gelöst. Naja, ein paar Sachen gibt es natürlich immer zu kritisieren bei so einem großen Bauprojekt. Kann ich aber auch ganz gut mitleben. So, auch ganz nett alles anzusehen. Hier ist im Wesentlichen halt im Bereich der Vegetation noch ein bisschen mehr dazugekommen. Gerade da so in der Mitte, wo sich die Dieseltankstelle befindet, habe ich alles noch ein bisschen weiter zuwuchern lassen. Der ein oder andere Axtzähler ist noch dazugekommen. Und ich bin ziemlich zufrieden hier mit meiner Version des Koblenzer Hauptbahnhofs. So, der hat sogar Koblenz Hauptbahnhof als Zugzielanzeiger. Da sind wir noch gar nicht aufgefallen. Na, aber das ist ja auch ein Triebwagen, beziehungsweise so eine Lackierung, ein Repaint, der wunderbar hier in die Ecke passt. Der kleine Dieseltriebwagen, der gerade losgefahren ist. Das ist ja auch irgendwie, ich glaube, Lahn-Eifelbahn. Sowas in der Richtung passt natürlich wunderbar. Auch nett anzusehen, hier hinten, also im Hintergrund, die 181 ist es, glaube ich, die sich da so zu ihrem Bahnsteig hin schlängelt. Generell kann man auch sagen, zur ganzen Weichensetzung, auch wenn das natürlich alles nicht 100% der Realität entspricht, aber es funktioniert halt wirklich bestens mittlerweile. Also es ist total flexibel, die Züge rollen, kommen selten zum Stillstand und es funktioniert einfach. Es funktioniert genau so, wie ich es mir erhofft hatte. So soll es doch sein. Ein bisschen modernisiert habe ich auch nochmal, was das Rollmaterial angeht. Also hier sind nochmal ein paar Neuzugänge zu sehen. Die ein oder andere 101 ist noch dazugekommen. Und ich habe vor allen Dingen, verwende ich jetzt ein bisschen mehr hier von den modernen Intercity-Wählen. Natürlich sind die alten auch noch unterwegs und auch Interregio etc. Aber da habe ich so ein bisschen nochmal modernisiert. Hier sieht man jetzt auch schön die Durchfahrtgleise, die stets genutzt werden. Und die 218er, die hier steht, die steht hier auch nicht ohne Grund, sondern die hat tatsächlich auch schon eine Linie bekommen. Und das wird halt eine Überstellungsfahrt werden. Die wird dann bis Boppard Hauptbahnhof runterfahren und dort halt bei einer Spitzkehre direkt auf Höhe der Dieseltankstelle halten. Das fand ich mal eine coole Maßnahme, um einfach die linke Rheinstrecke bei Gelegenheit nochmal aus der Führerstandsperspektive zeigen zu können, weil das hat ja schon noch insgesamt so ein bisschen ein Facelift bekommen, ein paar Sachen sind noch dazugekommen, Stichwort Coyote Ugly und dieser Steinbruch aus der letzten Folge zum Beispiel, dann habe ich die Gleisbaustelle, die sich dort befindet, nochmal ein bisschen abgeändert.
beziehungsweise den eingleisigen Bereich einfach nochmal deutlich verkürzt und dadurch läuft der Verkehr halt auch einfach ein bisschen flüssiger dort. Also das passt jetzt auch. So, das passt auch super, die Geschwindigkeit des Güterzuges. Das ist ja wirklich klassische Langsamfahrt, wie er sich hier so auf die Hauptstrecke einfädelt. Also das passt wunderbar mit den Gleisgeschwindigkeiten. Da muss ich, glaube ich, nichts mehr verändern. Gefällt mir sehr gut. Und um das Thema Bobhard nochmal abzuschließen, also diese Überstellungsfahrt, wenn es nicht zu sehr den Rahmen sprengt zeitlich, dann kombiniere ich das vielleicht mit der Bobharder Sesselbahn, die sich dort befindet. Also ist ja auch noch so eine kleine Seilbahn, die sich dort eben in Bobhard befindet. Die habe ich jetzt auch schon mal durchgeplant, schon mal grob hingebastelt. Die wird dann auch demnächst präsentiert werden können. Und vielleicht machen wir es einfach so, dass wir mit der 218er hier von Koblenz nach Bobhard runterfahren, zur Dieseltankstelle. Dann schauen wir uns das Gebastel zur Seilbahn an. So in der Richtung. Also das wäre ganz cool, das in eine Folge kombinieren zu können, wenn es den Rahmen, den zeitlichen Rahmen nicht zu sehr sprengt. Schauen wir mal. So, das war jetzt auch wieder ein ganz nettes Beispiel für etwas mangelhaftere Performance. Das kommt halt also im Bereich Hauptbahnhof einfach immer wieder vor. Logischerweise, Hauptbahnhöfe sind meistens, wenn sie mit vielen Linien ausgestattet wurden und viel Rollmaterial rumsteht und das Ganze schon einen relativ hohen Detailgrad bekommen hat, dann wird es halt schwierig. Früher oder später. Aber man darf auch nicht vergessen, ich bin jetzt schon fast 8 Monate auf der Karte hier zugegen. Da hat sich natürlich einiges getan und diejenigen, die das Projekt schon langfristig verfolgen, wissen ja, wie viel hier schon entstanden ist. Die beiden Rheinstrecken, Moselstrecke und Koblenz ist auch schon relativ, hat sich schon relativ weit ausgedehnt. Also irgendwann muss die Performance ja schlechter werden und unterm Strich ist es aber immer noch okay. Also kann man immer noch gut filmen. Ich bin immer noch relativ zufrieden mit der ganzen Geschichte. Also auf dem alten System wäre das in der Form nicht denkbar gewesen. Also da würde es jetzt schon, glaube ich, ziemlich in die Knie gehen. Wenn ich das mal auf dem alten System noch anschmeißen würde, die Karte, glaube ich, hätte ich keine Freude dran. Aber so ist alles noch soweit in Ordnung. Jo, habe ich sonst noch irgendwas von den kommenden Bauabschnitten vergessen, was ich noch erwähnen wollte? Ja, dieses Überwerfungsbauwerk hatte ich, glaube ich, eh schon mal ein paar Bilder gezeigt, was sich auch Richtung, also am DB-Museum vorbei, wenn man an dem Güterbahnhof vorbeifährt, dann kommt auch nochmal irgendwann so ein kleines Überwerfungsbauwerk. Das wird nochmal ein eigenes kleines Thema. Und der Rest, also die restliche Ausdehnung der Stadt, da wird halt viel Lückenfüllerei dabei sein. Möglichst mit wenigen Details, einfach so, dass es irgendwie eine gute Stadtkulisse ergibt. Und da wird auch viel Freestyle dabei sein. Weil da sind halt viele Regionen dabei, die einfach so weit von den Bahnanlagen entfernt sind. Da lohnt es sich nicht halt da viele Stunden zu investieren, sondern da schaue ich lieber, dass ich das möglichst schnell hochgezogen bekomme. Dieses ganze Gewerbegebiet rund um den Rheinhafen wird natürlich alles nochmal mit einem höheren Wiedererkennungswert und auch deutlich detaillierter ausfallen. Aber viel von dem Stadtgebastel wird halt, wie gesagt, einfach Kulisse hochziehen, so schnell es geht und fertig. Aber abgesehen davon fallen mir jetzt ehrlich gesagt auch keine größeren Bauabschnitte mehr ein, die noch geplant sind. Also es geht bastelmäßig langsam, aber sicher tatsächlich auf die Zielgerade. Und soll mir recht sein, also das war auch meine große Hoffnung, dass ich das so timingmäßig halt bis zum Urlaub alles fertiggestellt habe und dann wirklich irgendwann so den Bastelstopp einläuten kann und sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt werden vielleicht noch kleine, minimale Überarbeitungen stattfinden, ein bisschen Detail dabei hier und da, aber im Wesentlichen halt einfach Baustopp und dann nur noch filmen. Kameratoolaufnahmen, Impressionen aller Art, ein paar Schiffsmitfahrten und natürlich Führerstandsmitfahrten aller Art. So, das ist halt dann für den September geplant. So, ich glaube, damit ist so ziemlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Rollmaterial wird natürlich auch nochmal ein bisschen durcheinander gemischt. Da könnt ihr mir auch gerne vielleicht sogar unter die heutige Folge, weil dann habe ich einfach genügend Zeit, das dann auch noch entsprechend umzusetzen, langfristig in die Kommentare eure Wünsche kloppen. Wir können auch gerne nochmal ein bisschen exotischer werden. Also wir können auch vielleicht sogar nochmal ein bisschen ÖBB-Material hier verbauen. Dann hat sich halt mal der eine oder andere Zug hier verirrt oder es ist irgendwie ein Umleiter. Keine Ahnung, also man kann ja schon auch nochmal von der Realität ein bisschen weiter weggehen. So, hier schön zu sehen, der Güterzug, der jetzt hier diese anderen Durchfahrtgleise benutzt, aus der Mosel, also von der Moselstrecke kommt, dann weiter auf die, ich glaube, der quert dann tatsächlich auch den Rhein und fährt dann auf die rechte Rheinstrecke. Aber damit sind eben auch diese Gleise dann mal sinnvoll genutzt. Nee, wobei, der kann hier, na doch, der fährt, wo fährt er hin? Doch, rechte Rheinstrecke, genau, geht gar nicht anders aus dieser
von diesem Gleis, weil der kommt nicht rüber auf die andere Seite. Wenn man das nachvollziehen kann. Okay, diese Abstellung habe ich noch gefüllt und auch noch ein bisschen weiter ausdekoriert. Da gibt es definitiv auch nochmal eine Zeitraffer von. Auch hier die Ausfahrtgeschwindigkeit ziemlich perfekt getroffen, finde ich. Das sollte ungefähr Langsamfahrt sein. Schlängelt sich über die Weichen drüber und fährt dann Richtung rechte Rheinstrecke. Das Betriebswerk hier muss ich noch ein bisschen aufwerten. Aber dann bin ich hier mit der ganzen Ecke auch weitestgehend fertig. Schönes Gefühl, sage ich euch. Das passt. So, dann lassen wir die 151 hier in Ozeanblau-Beige noch schön ausfahren. Auf die linke Rheinstrecke in dem Fall. Mittlerweile konnte ich es mir merken. Hat ja auch nur 8 Monate gedauert. Okay, Bahnhofsvorplatz nochmal kurz in den Fokus genommen. Da habe ich nochmal ein paar weitere Personenassets verteilt. Ein paar Leute laufen auch durch die Gegend, die Regionalzüge benutzen. Die Fernverkehrszüge werden halt nach wie vor einfach nicht genutzt, weil die haben einfach keinen Grund. Die halten ja nur wirklich nur, also Koblenz Hauptbahnhof ist der einzige Bahnhof, an dem sie halten. Und dann fahren sie halt über die Zugspeicher. Könnte ich natürlich auch noch lösen, indem ich irgendwo am Kartenrand einfach nochmal einen normalen Bahnhof hinstelle. Oder so eine Personenspitzkehre. Wäre vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ich weiß aber nicht, ob ich das noch mache. Oh, der hat gar keine Wendezugsteuerung. Really? Okay, das muss ich vielleicht nochmal korrigieren. Aber auch nicht dramatisch. Jojojo. Koblenz Hauptbahnhof. Hat sich gelohnt, hier nochmal zu filmen. Und ich denke, da können wir auf jeden Fall auch nochmal gut und gerne eine weitere Folge verbringen. Wenn dann das Rollmaterial nochmal ein bisschen durchgetauscht wurde. Und langfristig, also zum Abschluss der Staffel, können wir dann von mir aus gerne auch wirklich so ziemlich alles fahren lassen. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe nichts dagegen, wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen unrealistischer gestalten. Bislang habe ich mich ja schon, was Rollmaterial angeht, ziemlich nah an der Realität gehalten. Aber wenn jetzt irgendwem wirklich irgendwas unter den Nägeln brennt und irgendeine Lok oder irgendein Zugverband, was auch immer, Railjet, ÖBB, kann ich mir ganz gut nochmal vorstellen, hier fahren sehen möchte, spricht auch nichts dagegen. Weil, also ich meine, wenn man eine reale Modelleisenbahnanlage hat, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, dann schmeißt man da ja auch alles drauf, was einem einfach in erster Linie an Rollmaterial gefällt. Außer man macht halt wirklich einen Realnachbau von der Modelleisenbahnanlage. Aber für den Abschluss der Anlage sehe ich jetzt also keinen Grund, da nicht nochmal irgendwie alles durch die Gegend fahren zu lassen, wo man halt Bock drauf hat. Eine 420er, glaube ich, gönne ich mir doch noch für den Regionalverkehr. Könnte ich mir sogar so als Regionalbahn nochmal vorstellen, weil die fährt halt aktuell wirklich nur so eine minimal kurze Linie auf Höhe des Bahnmuseums und ich hätte sie aber, glaube ich, ganz gerne auch nochmal irgendwo in freier Wildbahn. Eine 425 wäre, glaube ich, auch gar keine so blöde Idee. Die haben hier auf jeden Fall mal ausgeholfen, glaube ich, eine ganze Weile. Also die waren hier auf jeden Fall, oder sind vielleicht immer noch, aber waren auf jeden Fall hier auch unterwegs. Und ich glaube sogar auf der Moselstrecke. Also die könnte man auf jeden Fall noch untermischen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, unter diese Folge in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch so wünscht an Rollmaterial. Die Baureihe 101 habe ich auf dem Schirm. Kommt noch auf die Linie, also die kann man schon abhaken, aber wenn ihr sonst noch irgendwelche drängenden Wünsche habt, was ihr hier unbedingt fahren sehen wollt, dann setze ich das gerne im Laufe der Zeit alles noch um. Kein Problem. Mir gehen eh so ein bisschen die Ideen aus an Rollmaterial. Wie gesagt, die 420er werde ich noch fahren lassen. Die hätte ich ganz gerne nochmal hier gesehen, irgendwo auf der Mosel oder vielleicht auch auf der Rheinstrecke. Aber sonst vielleicht den Güterverkehr nochmal ein bisschen modernisieren. Ich glaube, die ganzen Traxen habe ich noch gar nicht verwendet zum Beispiel. Da gibt es ja jetzt auch wieder ein neues Repaint-Paket. Also da gibt es tolle Varianten. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten, wie gesagt, feuerfrei. Wünsche werden, können, sollen geäußert werden. Und dann werde ich das so nach und nach alles hier auf die Linien bringen. Ich bin gespannt, was da so reinkommt. So, es nähert sich dem Ende zu. Wir haben Koblenz, das Zentrum und den Hauptbahnhof wieder verlassen und sind hier nochmal im Bereich Koblenz-Güls am Anfang der Moselstrecke angekommen.
Eine der Museumsbahnen ist hier nochmal schön im Hintergrund zu sehen. Nochmal Perspektivwechsel. Hier gefällt mir auch der Bahndamm ziemlich gut. Also der hat eine gute Höhe und diese Brücke, die über die Kreuzung drüber fährt, die ich mir dank Planierraupenmod genauso umsetzen konnte. Schöne Geschichte geworden hier, der ganze Bauabschnitt. So, gut. Das soll es dann langsam aber sicher gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und lasst euch nicht ärgern.